Hallo und herzlich willkommen. Ihr wundert mich jetzt sicher, warum bin ich hier im Menü? Nun, es gibt. Ich mache mal den Sound hier leiser. Und zwar, es gibt bei Animal Crossing Pocket Camp fürs Handy gibt es ein Code. Und wenn man den Code hier im eShop einlöst, dann bekommt man spezielle Pocket Camps Items zum Bauen für dein Animal Crossing Spielstand auf der Switch. Und zwar werde ich den jetzt hier eingeben und das werde ich dann dementsprechend zusammenschneiden. Und wenn ihr diesen Code abschreibt, dann bekommt ihr wunderbares Stuff. Und zwar sieht er so aus. So, hat man diesen Code jetzt hier eingegeben, dann hat man einen speziellen Coupon für Animal Crossing New Horizons in Kombination mit Pocket Camp. Sagt ihr, findet es okay? Und dann müsst ihr das Spiel natürlich updaten lassen. Das wird natürlich jetzt eine Weile dauern. Oder auch nicht. Installiert es. Seid aber sicher, dass ihr eure Dinge bereits gespeichert habt. Wenn nicht, dann habt ihr Pech. Jedenfalls habt ihr euch jetzt diese Dinge gespeichert. Dann, aber nur dann. Könnt ihr wieder auf euren Startbildschirm zurückkehren, beziehungsweise in eurem Game und werdet dann die Pocket Camp Items. Frei haben. Schauen wir doch mal nach, wie schön es sich gestaltet. Und zwar ist es jetzt gleich hier. Hallo Schildi, wie geht's dir? So, gucken wir mal nach, ob das auch wirklich gefruchtet hat. Oder geklappt hat, besser gesagt. Etwas herstellen. Jetzt müssen wir mal gucken. Warte, was ist das? Oh, das ist sensational. Nice. Was ist dieser Sandboden? Ist das für. Warte mal. Gibt es da Beschreibungen dazu? Ist das für Fußweg oder ist das für alles andere? Ich habe gerade keine Ahnung. Jedenfalls habt ihr das euch eingerichtet. Ach ja, stimmt, die muss man erstmal kaufen. Genau, das so war's. Erhalten. Denn das ging nämlich so. Ich glaube, hier gibt es die. Oder wo waren die beim Meilen-Shopping? Ich glaube schon fast, es ist. Ha! Ist natürlich ärgerlich, wenn man jetzt gerade nicht ins Service Center kann. Natürlich kann ich das jetzt nicht vollenden, aber ich habe gesehen. Wenn man das sich jetzt sozusagen alles geholt hat,
müsste man hier drinne, wo ich noch momentan nicht rein kann, dann die gesamten Dinge kaufen können für Pocket von Pocket Camp. Und ich habe wieder etwas verschönert. Ich habe mir ein paar Blumen gepflanzt. Allerdings habe ich beschlossen, euch auch zu zeigen, wie man Hybridblumen züchtet. Dafür braucht man nichts weiteres als eine Schaufel. So. Und zwar müssen wir jetzt da hoch und nehmen uns einfach mal ein paar Blumen mit. Keine Sorge, die kriegt ihr dann natürlich wieder. Die. Und die. Obwohl, meinetwegen auch die Orangen. Das war Unkraut. Die Orangen am besten noch gleich mit. So. Sagen wir mal, das reicht erstmal. Okay, und dann noch natürlich Grundfarben. Grundfarben sind auch okay. Okay, also. Es gibt nämlich einen Index, wie man sich spezielle Blumen kreuzt. Wir benutzen einfach mal diese Grasfläche hier für Blumen. Also, muss ich mal reingucken. Dauert ein bisschen. So, wenn man nämlich, was habe ich jetzt hier? Ich habe jetzt hier Feuerlilien und Pyrenäenlilien. Sagen wir mal, ich will Lilien verkreuzen. Ja, die Primaries. Wer wird man am besten so züchten können? Ich mache eine Rotlilie dahin. So. Und von dort aus wird die Rotlilie diagonal hingestellt. So ungefähr. Und direkt neben mir im Zentrum wird dann hier so ein Dings hingemacht und da wird so ein Dings hingemacht. Das ist das Einfachste. Dann kommt laut diesen Vorschriften die hier da oben hin. So. Dann kommt eine Weise hier hinten hin. Ich habe keine Weise. Warum habe ich keine Weise? Weil ich die noch nicht geholt habe. So. Ups. Jetzt habe ich eine weiße Blume geerntet. Okay. Hier kommt die weiße hin. Und das orange Ding, was wir da noch haben, das kommt dahin. So. Das alles, was man jetzt nur noch tun muss, ist die Lilien zu gießen. Alle gießen. Macht es sich halt mal mehrmals, auch wenn ich hier eine Range habe, wo ich wirklich alle drei auf einmal gießen kann und mich immer noch einmal umdrehen muss, aber egal. Hat man diese Lilien gegossen, schaltet man damit sozusagen die Möglichkeit frei, aus diesen Hybride zu züchten. Das ist der Weg, wie man Hybride züchtet und das ist der Weg, wie man an seltenere Blumen kommt. Zum Beispiel das hier, das Rosa hier, ist ein Hybrid. Das Dunkle hier ist auch ein Hybrid. Die habe ich aus der Hybrideninsel. Das Orangene ist, soweit ich weiß, sogar auch ein Hybrid. Jo. Aber man kann halt aus den drei Blumen halt schon mal grundlegend Farbkombinationen machen, die dann sozusagen dann hier irgendwo random hier rundherum spawnen werden. Das ist das Gute daran. Und
So macht man sich eben Blumenhybriden. Dasselbe kann man sich übrigens auch mit Veilchen, mit anderen Blumen machen. Wie sind die Veilchen? Ich glaube ja. Oder diese Blumen hier. Hier diese Lilien könnten auch Hybriden machen. Aber man muss die so, wie ich das gesehen habe, mit einem bestimmten Pattern aufstellen. Und da hinten ist es halt eben so. Wenn man diese Hybriden dann hat, wird man am nächsten Tag sehen, ob sich hier was ergeben hat bei diesen Dingern. Man sollte auf jeden Fall das beobachten. Jedenfalls entschuldige ich mich schon mal im Voraus, dass dieses Video erstmal so kurz ist, aber das wollte ich einmal dazwischen reinschmeißen, dass man sich jetzt mit dem Coupon etwas holen kann. Auf jeden Fall würde ich sagen, abonniert meinen Kanal, klingelt das Glöckchen und dann sieht man sich auf jeden Fall hundertprozentig wieder. Und wenn wir wieder bei der nächsten Gaming-Session sind, wo ich übrigens heute Abend auch noch einen Trick erklären werde, den ich mir aufgeschnappt habe, dann werden wir auf jeden Fall weitermachen und heute Abend uns wiedersehen und schließlich werde ich dann hoffentlich auch am morgigen Tag vielleicht hier sogar schon einen neuen Hybriden sehen. Ob es so sein wird, das ist die Frage der Fragen. Also, bis zum nächsten Mal und bis bald. Und auf jeden Fall tut mir leid, dass der Part jedenfalls jetzt so kurz ist. Aber so ist es halt. Also, ciao.